Wir sind an die Docks angekommen. Na, was haben wir denn hier? Hast du das Zeug? Frisch aus der Waschküche, wenn du das Wortspiel verzeihst. Ganz schön schäbiges Wortspiel. Wie du meinst. Na los, probier's aus. Regina, das Kleid. Der Fleck ist sofort verschwunden. Das ist richtig gutes Zeug, Boss. Wir nehmen alles. Hier ist die Kohle. Zeit für den Zugriff, sonst erwischen sie uns. Ein Schlüssel, ein bequemer Griff weiter. Ein kleiner Schlüssel. Wir müssen still sein, ein Grab. Am besten wie eines, aus dem nicht gerade ein Zombie auszubrechen versucht. Ein Entladekran, wie man ihn in den Docks häufig sieht. Er wird zum Verladen von fast illegalen Waren benutzt. Maske. Diese Schurken blicken jedes Jahr finsterer rein. Ein Koffer, der bis zum Bersten mit illegalem Waschpulver gefüllt ist. Ich schätze auf einen Gegenwert von 19 Nieren und einem vollständigen Satz Lungen. Wenn meine Augen mir keinen Streich spielen, ist das Ronnie Crayfish. Er hat seinen Zwillingsbruder nach der Geburt aufgegessen, um seinen Verbrecherring zu übernehmen. Boah. Slimrick O'Toole, auch bekannt als Slim. Dumm wie Stroh, aber gefährlich wie mehrere Hämmer, die an einer Kettensäge befestigt sind. Fatima Fetz Giovanni ist das brutalste Mitglied der Giovanni-Familie. Der Rest der Familie ist eigentlich ganz nett. Da ist er, in unserer Reichweite. Warum ergreifen wir ihn nicht gleich mit dem langen Arm des Gesetzes? Unmöglich, der lange Arm des Gesetzes ist nur eine Metapher und das da ist ein echter Mensch. Eine Kiste mit dem für die Docks üblichen Waren, wie zum Beispiel Gliedmaßen oder verängstigte Katzen. Steuerelemente für den Kran. Ein winziger Schlüssel, auf dem die Worte "Benutze mich" stehen. Wenn wir die Steuerung dieser Steuerung übernehmen, könnten wir den Knopf zum Loslassen drücken. Die Polizia! Nichts wie weg! Weg hier, ja! Schnapp dir die Tasche. Schnappen, ja! Sie sind in das Lagerhaus verschwunden. Sollen wir das Lagerhaus wegen Beihilfe zu einer Straftat verhaften? Bist du wahnsinnig? Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist eine Meute von Lagerhäusern, die in der Stadt randaliert. Um die kümmern wir uns später. Verglichen mit dem Don und seinen Handlangern sind das kleine Fische. Wir gehen rein. Mach dich bereit. Spannt die Muskeln an. Tut mir leid, ich hab's probiert, aber ich bin immer noch ein bimmelnswerter Haufen Fleisch, Knochen und Plasma. Oha. Was ist das? Kann ich damit was machen? Auf dem Etikett steht Kartonnachbildung aus Pappe. Ich benutzen. Ich frage mich, ob hier ein paar handelsübliche Beine kommen kann. Oh, wie ich mich nach Füßen sehne. Die Bitbox. Ein Container mit Gliedmaßen und anderen Körperteilen. Den Begleiter deiner Träume kannst du dir später basteln, Chief. Der Don entwischt uns. Die scheinen voller geplatzter Träume zu sein. Irgendwo müssen sie schließlich gelagert werden. Ein mechanischer Greifarm scheint Kunstobjekte aus dem Container zu holen. Oh-oh. Da ist er. Ende der Fahnenstange, Bulle. War schön mit euch. Wir sehen uns bestimmt wieder. Ich bin tot, das weißt du. Verdammt! Er hat Magie eingesetzt. Kein so schwerwiegendes Verbrechen wie Waschpulverschmuggel. Aber auch kein Kavaliersdelikt. Wie kommen wir an diesem Gerät vorbei? Das Ding ist komplett durchgedreht. Es dürstet nach Blut. Ich melde mich freiwillig. Reiß mich in Stücke, du mechanischer Grabscher. Zurücktreten, das ist ein Befehl. Du und ich, Maschine. Verschlungene Kabel und Sehnen, die sich winden, bis der Bessere gewinnt. Nur um nach seinen... Für Hussig? Keine Ahnung. Wenig später erschöpft, umzukippen. Nenn dir das Plan B, ja? Der Don hat die Steuerung kaputt geschossen, also können wir nichts damit anfangen. Vielleicht kann man den Greifarm verführen? Merkt ihr die Idee, während ich nach einer besseren Lösung suche?
Wir kommen nicht zum Portal, solange der Greifer uns den Weg blockiert. Werfen wir mal ein Auge drauf. Ja, Augen scheinen tatsächlich noch zu fehlen. Unterleib, Torso. Je weniger Worte man darüber verliert, desto besser. Ich muss einen davon mitnehmen, als Beweisstück. Ein Torso von angemessener Größe. Ein rechtes Bein, ein linkes Bein. Dafür, dass es angeblich links angebracht werden soll, neigt sich das Bein aber ganz schön nach rechts. Kopf, markantes Kinn, schönes Lächeln, vertrauenswürdige Augenpartie und perfekter Haaransatz. Ich misstraue dem Kerl jetzt schon. Linker Arm. Die Hand befindet sich in einer Leichenstarre. Rechter Arm. Diese Hand ist wie zu einem Karateschlag geformt. Also wir haben Unterleib, Oberleib, Kopf. Sollte passen. Was kommt raus, wenn man es zusammenbaut? Bibidi babidi bu. Nein, ein Mannequin. Das ist eindeutig ein Mannequin. Oh, haben wir. Chief, bevor wir das opfern, kann ich ein wenig Zeit allein damit verbringen? Ich will sehen, ob ich es in Kim Cattrall verwandeln kann. Nicht gierig werden, McScream. Jetzt haben wir ein ganzes Mannequin, das wir an dieses Biest verfüttern können. Damit! Das Mannequin kann sich glücklich schätzen. Ich würde später trotzdem gerne zurückkommen und diesen neckischen Greifer persönlich verführen. Na dann, nichts hier los durchs Portal. Nehmen wir die Verfolgung auf. Autsch. Anscheinend sind wir gerade noch rechtzeitig durchs Portal gekommen. Ihr seid hartnäckig. Das muss ich euch lassen. Slip, halt sie auf. Aufhalten? Ja, Boss. Was war das? Schmeißt er mit Kokosnüssen? Hey, das ist gefährlich. Der kleine Kerl scheint sich nicht sonderlich für den Ball zu interessieren. Er wirkt aufgedreht, als würde er tanzen wollen. Eine zappelige Mutter, die ihr noch zappeligeres Kind unterhalten will. Wenn sie sich nur umdrehen würde, könnten sie vielleicht eine Kokosnuss auf Slim zurückschleudern. Eine angespülte Flasche mit einer Nachricht darin. Ich bin keine Nachricht. Mein Fehler, eine angespülte Flasche mit einem winzigen, betrunkenen Mann darin. Bring mich nicht auf die Palme. Was für ein billiger Witz. Aufhalten, ja. Wie ein Hund, der auf uns gehetzt wurde. Ein weiteres Mal scheint uns die Sonne ins Gesicht. Wird es das letzte sein, was wir sehen? Oder wird eine Kokosnuss, es eine Kokosnuss sein, die uns das den Chaos macht? Hallo? Hallo? Wie hast du es fertig gebracht, dass du in dieser Flasche festsitzt? Ich bin Barkeeper. Ich bin gestolpert. Ich bin jemand, der einen schönen, erfrischenden Cocktail gemixt habe. Ja. Gut. Dem Ball können wir nichts machen. Ein Fleckensand, der sich kein bisschen vom Rest dieses eintönigen Strandes unterscheidet. So wird es gemacht. Zumindest, wenn man es falsch machen will. Für den Versuch sollte ich mich selbst einbuchen. Falsch machen, okay. Na, na, na. Kommst du darauf, dass das funktionieren könnte? Wie kommst du darauf, wenn schon? Wenn wir dem Portal zu nahe kommen, bewirft er uns mit Nüssen. Das können wir nicht gebrauchen. Nuss, ja. Hey, fast wären wir getroffen worden. Hier gibt es noch eine Tiki-Bar, okay. Eine Tiki-Bar. Die einzigen Bars, die ich mag, sind diejenigen, die wegen Bestörung dicht gemacht wurden. Ein altes Fass. Sollen wir in den Boden ausschlagen? Lieber nicht. Es scheint voller totem Zeug zu sein, das am Strand angeschwemmt wurde. Oh, dann nicht. Hey, nimm deine ekelhaften Finger, nimm die damit.
Das ist unser Radio. Bitte lauf. Bitte Fußball, Stickerlin. Meine Münder sind so trocken wie der Sand, den ich gegessen habe. Die schwere Zeit aufflogen, die bisher gar nicht kannte. Diesen Hitzschlag zu frieren, wird ganz geliebter Kulad, aber dann die gute Sachen alles geben. Ich spüre mich, ich soll meine Eltern bewerben. Na dann, die Tiki-Bar. Kannst du mir helfen, einen Drink zu mixen? Nein, ich bin zu betrunken, aber vielleicht kannst du mir helfen. Also gut, wie macht man das? Ganz einfach. Gut, was kommt als erstes? Ich kann mich nicht erinnern. Geh einfach Schritt für Schritt vor und frag mich nach der nächsten Anweisung, wenn du soweit bist. Bis dahin kann ich mich hoffentlich wieder erinnern. Oh Gott. Gut, das soll ich zuerst machen. Zuerst musst du die Fallnüsse bewässern oder so ähnlich. Kokosnuss. Befeuchten. So. Und dann? Das wird dir gefallen, Officer. Du prügelst auf etwas ein, auf etwas Fruchtiges, um genau zu sein. Schlagen. Okay. Und jetzt? Jesus, musst du gewisse Alkohol begutachten. Urteilen. Rum. Und jetzt? Als nächstes musst du es eiskalt krapschen. Du klingst wie meine Ex, meine Ex-Frau. Und nein, das Haar ist kein Tippfehler. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Frau ich verflucht hat. So. Verzieren vielleicht? Sind wir bald fertig? Ich glaube, das sind alle Zutaten. Tu sie alle in ein Behältnis und mische sie. Das Verzieren könnte auch vielleicht das Streicheln sein am Ende. Was fehlt jetzt noch? Ein letzter, aber wichtiger Schritt. Das Ganze muss hübsch und wasserdicht sein. Sobald das erledigt ist, hast du es geschafft. Hör mal halt. Fertig. Dann wollen wir mal probieren. Geht, was denn das? Was für ein ekliges Gefühl. Fangen wir nochmal von vorne an. Oh nein. Befeuchten, Kokos schlagen. Das. Eiskalt grapschen. Speicheln. Schütteln. So, fertig. Dann wollen wir mal probieren. Ah, so ist es Crema Colada schmecken. Nimm so viel du brauchst und lass mir den Rest hier. Ich werde langsam nüchtern und habe keine Lust auf den Kater. Sehr schön. Hier, Cocktails für euch. Reicht das, um euren unmenschlichen Körper zu kühlen? Bär! Wenn ich nicht so giftig wäre, würde ich dich mit allen meinen Mündern küssen. Also, wie wär's, wenn ihr uns euer Radio gibt? Eine Wandern-Uniform tun wir doch alles voll. Monster Action. Ich wünschte, ich hätte noch mehr Münder, mit denen ich das trinken kann. Oh, lalalala, meinem Bauch in den Geschmacksknospen. Ich könnte diesen Mann hier heran. Das hat aber nichts mit dem Drücken zu tun. Ich spüre einfach so eine Verbindung zwischen uns. Wenn ich so darüber nachdenke, hat es vielleicht doch mit dem Drücken zu tun. Ein tragbares Radio, mit dem man sich unterwegs alle möglichen Berichte anhören kann. Mit Musik nehme ich an. So, stellen wir mal das tragbare Radio dahin. Mal sehen, ob das den Kleinen und seine wildpeitschende Mutter dorthin lockt, wo wir sie haben wollen.
Na, dreht sich um. Also passiert, wenn wir jetzt versuchen, durch das Portal zu gehen? Dann wollen wir mal. Triff mich doch, wenn du kannst, Slim. Ja. Schachmatt. Wenn ich ihn so tanzen sehe, geht mir das Herz auf. Eine zappelige Mutter, die ihr noch zappeligeres Kind unterhalten will. Such mir seine Taschen nach Hinweisen. Sag mir Bescheid, falls du Fusseln findest. Das ganze Schweben macht mich ganz schön hungrig. Was? Seite aus Okkultismus für Dummies. Eine Reihe von portalischen Anweisungen aus einem Brightside-Buch. Na dann, ich zieh los. Durchs Portal. Los! Wir haben es gerade noch rechtzeitig geschafft. Ich glaube, ich habe einen C verloren. Die Sanierung der Straßen hat bei uns höchste Priorität. Die Sanierung der Straßen hat bei uns höchste Priorität. Steuersenkungen haben bei uns höchste Priorität. Steuersenkungen haben bei uns höchste Priorität. Das Schaffen von Arbeitsplätzen hat bei uns höchste Priorität. Das Schaffen von Arbeitsplätzen hat bei uns höchste Priorität. Bezahlbarer Wohnraum hat bei uns höchste Priorität. Bezahlbarer Wohnraum hat bei uns höchste Priorität. Okay, es wird alles indoktriniert. Offenbar hat sich die Maschine selbst wieder in Gang gesetzt und angefangen, alte Männer zu produzieren. Fließband. Gepflegte Männer mit markanten Kinn und vertrauenswürdigen Lächeln. Genau die Art von Menschen, denen man niemals trauen sollte. Die schon wieder? Fats, kümmere dich um sie. Natürlich, Boss. Ich durchleere sie wie Schweizer Käse. Gehstöcke. Ein Stock mit Haken. Ich schnapp mir einen davon. Wie viele Gehstöcke braucht ein Mann? Ein langer Stock mit einem Haken an einem Ende. Perfekt, um nach etwas zu greifen. Oder nach jemandem. Fallsteuerung. Das bleibe! Da ist die Tasche, die Wüche. Wir sitzen fest, irgendwie müssen wir ihn überlisten. In der ganzen Eile hat der Don seine Geldtasche vergessen. Was bleibt wohl? Für den Versuch sollte ich mich selbst einbuchten. Na dann! Kommst du drauf, dass das, wie kommst du darauf, dass das funktionieren würde? Vielleicht komme ich nah genug heran, um jemanden von diesem Fließband zu holen. Von hier aus erwische ich sie nicht. Wir ziehen diese beiden Männer mit dem Gehstöcken herunter. Die Stiefel von uns. Okay, einfach nur Position getauscht. Sieht aus, als hätten wir eine Art Anleitung für diese Maschine. Ein paar Adressen und eine Zeichenfolge, mit der man das ganze Ding abschalten kann. Wir kopieren einfach das Muster von der Seite und sehen, was passiert. Muster, 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 ja. Ah, okay. Zack. 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 Zack, zack. Und zack. Zack. Mal sehen, wohin uns das führt. Ich glaube, du konzentrierst dich auf den falschen Teil dieser Geschichte. Den falschen Teil? Du hast den Mottenmann mit dem Stein davonfliegen lassen. Aber ich habe das Eis gerettet, das er fallen gelassen hat. Und deine Hose? Oh, die habe ich vor ein paar Tagen beim Rennen verloren. Warum sind wir dann hier? Sieh mal, wir haben Besuch. Chief, was machst du denn hier? Keine Zeit für Erklärungen, man sieht sich. Das hat uns nichts gebracht. Nee, hat's uns nicht. Dann... gehen wir gleich mal mit dem ersten durch, ne?
Wo schicken die denn die ganzen Typen hin, ist die Frage. Zack. 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 Scheint sich nicht zu ändern. Ich glaube, das ist eine ungültige Adresse. So, lieber noch schnell nach einer besseren Lösung. Oh Mann. Ja, dann war das. Mal sehen, wohin uns das führt. Oh Gott. Was ist hier los? Ich habe keine Zeit für noch mehr interdimensionale Gäste. Ich habe ja alle Hände voll zu tun. Wie heißt das so schön? Brennt die Hütte ab durch die Mitte. Brennt die Hütte ab durch die Mitte, so rum. Hm. Dann gucken wir mal das Muster da. Wir brauchen Mitte, senkrecht, Mitte, leer, Mitte, leer, Mitte, senkrecht, Mitte. Oh. Ich bin bereit, Badehose und Trenchcoat, auf geht's! Das wäre ein schlimmeres Verbrechen als all diese Waschpulvergeschäfte, Mann, die wir aufklären müssen. Komm, wir gehen. Oh nein. So viel Partys. Dann geht ja nur noch eins, ne? Zack, zack, zack. Ganz links. Eins in der Mitte. Ganz rechts. So, so und so. Das letzte. Wir haben es abgeschaltet. Yeah. So. Oh. Das müssen wir die Fetz. Müssen wir Fetz verhaften. Wir sind an ihm vorbei. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wie wir dort hochgelangen. Die politische Leiter. Ja, okay. Politikern auf den Rücken zu klettern, um unsere Ziele zu erreichen, erscheint mir sehr passend. Du bist verhaftet, Junge. Wie seid ihr hier hochgekommen? In der ganzen Eile hat der Don seine Geldtasche vergessen. Wir holen sie uns, sobald wir den Don-Handenschein angelegt haben. Auf zum Dach. Jetzt haben wir dich, Don. Du sitzt in der Falle und deine Zelle wartet schon auf dich. Zeig dich. Ihr Dummköpfe. Ich bin's. Hä? Don McFiend. Was? Keine Reaktion? Sollten wir dich etwa kennen? Moment mal, ihr seid nicht die Bullen, die mich hier in die Falle gelockt haben, ihr seid nur ihre Doppelgänger. Du meinst wohl McQueen und Dooley? Diese verdammten Idioten. Wenn sie sich nicht eingemischt hätten, wäre ich jetzt reich. Aber ich bin clever. Nachdem der Don verhaftet wurde, habe ich seine Männer gefunden und seinen Platz eingenommen. Sie haben mir die Portale gezeigt und ich habe meine Beziehungen als Kindermädchen auf dem alten Kontinent spielen lassen, um Waschpulver zu schmuggeln. Und dann seid ausgerechnet ihr beiden aufgetaucht, aber so schnell gebe ich mich nicht geschlagen. Ich höre Flügelschläge, klingt nach einer Fledermaus. Keine Fledermaus, du kleiner Wirrkopf. Ein Hubschlaubär. Vielleicht habt ihr beim nächsten Mal mehr Glück. Wenn wir nur Waffen hätten. Waffen töten Menschen, McScream. Eben. Das war ein ziemlicher Reinfall. Aber immerhin wissen wir jetzt, wer sie ist. Haben ihre Komplizen verhaftet, ihren Spielerring zerschlagen und einen interdimensional politischen Skandal aufgedeckt. Wir sollten auf die Bridge, Bright Side schauen. Verstehst du? Bright Side of Life? Hm. Komm, Chief, Wortspiele hin oder her. Du hast dir eine Mahlzeit verdient. Ich lade dich ein in den Olivengarten. Nie gehört. Gibt es da diese kleinen Brotstangen? Ja. Dann bin ich dabei.